Jesus sagt was ganz Seltsames mal. Ein Vers habe ich noch nie eine Predigt drüber gehört. Der sagt, es geht nicht an, es tut sich, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Das ist ein seltsamer Satz. An demselben Tag kamen etliche Pharisäer und sprachen zu ihm, hebe dich hinaus. Das ist jetzt altes Lutherdeutsch. Flüchte, ja, hebe dich hinaus und gehe von hinnen, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, das war ein Fuchs, der Herodes, der hat 50 Jahre regiert, in ganz schwierigen Umständen, ein kluger Politiker, sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Teufel aus und mache gesund heute und morgen und am dritten Tag werde ich ein Ende nehmen, doch muss ich heute und morgen und am Tag danach wandeln, denn es tut's nicht, dass ein Prophet umkomme außer Jerusalem, außerhalb von Jerusalem. Seltsames Wort. Seltsames Jesus. Was meint Jesus damit? Ich glaube, dass er hier als hoher Priester spricht und dass er sagt, der Altar, auf dem geopfert wird, ist der Berg Zion, ist Golgatha. Da hat Abraham schon Isaak opfern sollen. Das ist ein alter Opferberg. Ist ein Bild. Es gibt weitere Bibelstellen, auch die das belegen, diese Sichtweise. Und zwar Jesaja Kapitel 29, da wird von der Belagerung Jerusalems gesprochen. Und da sagt Gott durch Jesaja, weh Ariel, Ariel. Das ist kein Waschmittel jetzt, ja? Das ist der Gottesherd. Das Ariel heißt dummerweise so. 60, 90, 95 Grad. Weil 30, 60 und 95 Grad heißt das, glaube ich, ja? Das ist nicht das Ariel. Ja? Ariel ist der Gottesherd. El für Gott und Ari ist der Altar. Weh Ariel, Ariel, du Stadt des Lagers Davids, das ist Jerusalem. Füget Jahr zu Jahr und feiert die Feste, als ob Gott sagt, macht nur weiter so. Macht Jahr auf Jahr, feiert eure Feste. Lasst laufen, gib ihm, sagt Gott. Ja? Aber dann, sagt er, will ich den Ariel ängsten, dass er traurig und voll Jammer sei und er soll mir ein rechter Ariel sein, ein Altar, auf dem Blut fließt, auf dem geopfert wird. Denn ich will dich belagern ringsumher und will dich ängsten mit Bollwerk und will Welle um dich aufführen lassen. Das Einzige, was uns hier interessiert, ist, dass die Stadt des Lagers David, Jerusalem, hier als Altar beschrieben wird. Und das ist das, was wir da auch finden. Unter dem Altar sind die Seelen derer, die um des Wortes Gottes im Alten Testament in Jerusalem auf dem Altar geopfert wurden und dort warten. Das ist ein Bild. Noch eine Stelle, Hesekiel, der Altar und seine Weihe. Da ist ein bisschen aus dem Zusammenhang, nur dass Sie das sehen. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, was ich Ihnen sage. Ja? Das ist aber das Maß des Altars nach der Elle, welche eine Handbreit länger ist als die gemeine Elle. Sein Fuß ist eine Elle hoch und eine Elle breit. Und vom Ariel, dem Gottesherd, überwärts die vier Hörner. Dieser Altar ist der Ariel, ist der Gottesherd und ist Jerusalem. Ist ein Bild, ein alttestamentliches Bild. Haben die orthodoxen Juden, wenn die eines Tages zum Glauben finden an Jesus, nicht so ein Problem mit wie wir? Weil die kennen das auswendig. Die lernen das mit 3 Jahren, 4 Jahren, fangen die an, diese Texte auswendig zu lernen. Und deswegen glaube ich, dass man das hier in dem 5. Siegel auch aus dieser jüdisch-israelisch-alttestamentlichen Sichtweise, das ist nicht preußisch, das ist nicht mathematistisch, das ist nicht deutsch, das ist hebräisch. Das ist Erde, das ist nicht kristallin paulinisch, digital, das ist hebräisch, das schöpft aus dem Alten Testament. Und deswegen glaube ich, dass man hier sagen darf, als es das 5. Siegel auftrat, sah ich unter dem Altar, das ist der Gottesherr, der Ariel, das ist die Stadt des Lagers David, sinnbildlich. Und unter dem Altar sind die Seelen derer, die erwürgt waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, dass sie damals hatten. Grober Aufriss. Wenn mit dem Altar Jerusalem gemeint ist und hier von Alttestamentlern die Rede ist, dann handelt das 5. Siegel von der Zeit vor dem Kommen Jesu. Ich habe jetzt bis zum Kommen. Vom Alten Testament, nicht von der Endzeit. Es ist schon passiert. Das ist ein grober Aufriss. Also ich denke, dass Gott auf dieses Rufen hin, ich meine, die Frage ist ja auch, rufen die jetzt 30 vor Christus oder 70 vor Christus oder 200 vor Christus oder 100 nach Christus, ja? Ich denke, auf dieses Rufen hin, wie lange rächest du nicht unseren
Tod, dass daraufhin einfach Gott sagt und das anerkennt. Aber hinschauend auf Christus. Ja? Die Opfer im Alten Testament konnten ja eigentlich auch keine Sünden wegnehmen. Im eigentlichen Sinn, sagt der Hebräerbrief. Ja? Trotzdem hat Gott die gewollt. Warum? Wenn sie doch keinen Sinn machen. Also denkt der Deutsche, warum soll ich das tun? Macht keinen Sinn. Ja? Aber Gott macht, gibt die Opfer und stundet die Sünden, bis sie in Christus endgültig weggenommen worden sind. Und so, denke ich, muss man es auch verstehen mit den weißen Kleidern. Versteht ihr, das ist noch nicht paulinisch im Detail ausformuliert. Das ist noch sehr grob angedeutet, schemenhaft. Im Nebel sieht man das, grobe Strukturen. Ja? Ich glaube, wenn hier christliche Märtyrer gemeint wären, dann stünde auch dort um des Zeugnisses Jesu willen. Und das vermisse ich da. Und das lässt mich da vermuten und unterstellen, dass das damit Alttestamentler gemeint sind. Und das Gemeindegeheimnis noch nicht drin ist. Das kommt in den Posaunengerichten, findet man das. Aber auch in Bildern angedeutet. Aber hier noch nicht. Dann kommt das sechste Siegel. Also sie haben jetzt vier apokalyptische Reiter gehabt. Dann kam das fünfte Siegel, das war die Märtyrer unter dem Altar. Und jetzt kommt das sechste und das letzte Siegel. Siebte ist dann zwei Kapitel später. Das spricht jetzt vom Endgericht. Die apokalyptischen Reiter haben ihre Zeit gehabt, die Welt ist abgelaufen, die Zeit ist bereit, Christus kommt. Ich sah, dass es das sechste Siegel auftat und siehe, da ward ein großes Erdbeben und die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack, der Mond war wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum. Und dann kommt der Tag des Zornes des Lammes. Wann ist das? Und wo? Das ist ein Hinweis auf Israel. Ein Feigenbaum, der seine Feigen abwirft, der seine Frucht verliert. Ja? Was steht überhaupt im Buch? Ja? Wenn ich hier nochmal drauf zurückkommen darf, dieses Endgericht, von dem hier steht, betrifft natürlich die ganze Welt. Aber hier wird das noch in einer alttestamentlichen Blickrichtung gezeigt. Und speziell auch auf Israel bezogen und konzentriert. Das ist die Beschränkung, die der Text uns vorgibt. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Christus die ganze Welt richten wird. Aber der Text ist hier noch sehr keimhaft, noch sehr früh, so embryonal, muss man fast sagen. Und er drückt es hier noch sehr reduziert aus. Ich glaube, dass das hier ein klassisches Bild ist auf Israel speziell. Und was steht im Buch? Wir kommen auch gleich nochmal darauf zurück. Was steht im Buch? Da stehen die Namen der Gläubigen drin. Wenn die Welt abgelaufen ist, wenn die Siegel geöffnet sind, wenn die Zeit da ist, dann rollt Gott den Himmel weg und dann wird offenbar, wer gelebt hat, wie er gelebt hat zu Leibesleben. Ist alles offenbar geworden. Und dann braucht Johannes nicht mehr zu weinen. Aber dem war klar, das Buch ist, diese Namen, ja, das, was geschrieben ist, das ist wichtig. Der auf dem Stuhl saß, hatte ein Buch mit sieben Siegeln. Wer ist würdig, das Buch aufzutun, seine Siegel zu brechen? Ich weinte sehr, dass niemand würdig war. Weine nicht, der Löwe, der da ist vom Geschlecht Juda, hat überwunden und tut auch das Buch auf, um zu brechen, seine sieben Siegel. Und da steht ein Lamm. Und die Namen der Gläubigen, die stehen in diesem Buch. Und die sieben Siegel symbolisieren einen ganz groben Abriss der Weltgeschichte vom Anfang bis ans Ende, bis zum Kommen Christi. Eine Welt im Gericht, mittendrin die Gläubigen, unter dem Altar, noch Alttestamente. Hat noch nicht so viel mit unserem Alltagsglaubensleben zu tun. Ja? Ist ein Blick, den Gott uns gibt, den er nachher auch nochmal spezieller und detaillierter auch ausformuliert. Das bedeutet, dass die sieben Siegel nicht in der Zukunft liegen. Sondern wir leben mitten in den sieben Siegeln drin. Zumindest die ersten fünf Siegel, die laufen schon. Die fünf apokalyptischen Reiter und die Alttestamentler unter dem Altar, das ist schon vorbei. Und wir brauchen uns also nicht vor großen Endzeitkatastrophen zu fürchten. Das ist mir schon mal wichtig. Nur mal keine Angst. Ja. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Und es bleibt auch so. Und erlauben Sie sich den Glaubenstrotz. In Christus sind Sie wer. Sie sind wer. Sie brauchen nicht
sich zu schämen für den Glauben. In Christus sind wir wer. Manchmal muss man sich auf den Backen hauen lassen als Christ. Gibt's auch. Und manchmal darf man sagen, hier, ich bin Kind des Höchsten. Das ist auch stolz. Wir rühmen uns, sagt Paulus. Das ist wichtig. Wir sind keine Duckmäuser. Wissen Sie, unser Herr war auch ein König. Also dann ist, der hat den Tempel leer geräumt. Mit Händlern, die über tausende Kilometer ihre Waren verteidigt haben. Er allein. Sodass die Pharisäer sagen, aus welcher Kraft tust du das? Es geht eigentlich nicht. Das war Jesus. Das sieht man auch so ein bisschen in den Siegeln. Also wir brauchen keine Angst zu haben. Wir sollen mal gerade gehen und haben so ein gesundes Selbstvertrauen in Christus. Hinstehen, das dürfen wir. Das ist mir ganz, ganz wichtig auch. Wir sind keine Duckmäuser geworden, weil wir Christen geworden sind. Ja? Jetzt sagt einer von den Ältesten, spricht zu dem Johannes, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der da ist, vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und zu brechen seine sieben Siegel. Der öffnet die Siegel, die Welt läuft ab und alle werden darin offenbar. Und dann wird das Buch verlesen. Lukas 17. Es ist interessant zu sehen. Nur ein Gedanke auch für Sie. Es ist sicher richtig, dass in der Endzeit schwierige Zeiten sein werden. Teuerung und Kriege und Kriegsgerüchte und Erdbeben und all diese ganzen Dinge. Aber Jesus sagt auch, dass es eine Zeit ist, wo die Leute ganz sorglos und oberflächlich leben. Und beides nebeneinander. Verstehen Sie? Der Herr sagt einmal, in der letzten Zeit wird es sein wie zu den Zeiten Noahs. Wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien, bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Sorgloses Leben bis zum Schluss. Flachbildschirm, Handy, Auto, Girokonto, Mallorca-Urlaub, alles prima. Keine Sorge. Ist doch alles okay, oder? Sorgloses Leben. Essen, trinken, heiraten, sich heiraten lassen, ja, alles picobello. Ich weiß gar nicht, wo das Problem sein soll. Eine Seite. Und die andere Seite, sagt Jesus, wenn ihr hören werdet von Kriegen, Kriegsgeschrei, Kriegsgerüchten, fürchtet euch nicht, es muss so geschehen. Es wird ein Volk sich wie das andere empören, es wird Erdbeben geben, teure Zeit, Schrecken, das ist der Notanfang. Und beides nebeneinander? Wie geht denn sowas? Ich könnte mir vorstellen, das ist kein Dogma, was ich Ihnen sage. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Krisenzeiten im Nahen Osten sein werden. Speziell in Israel, in Syrien, im Iran, wenn diese Endzeitstrukturen anfangen zu. Aber wissen Sie, das sind wir doch jetzt auch schon gewohnt. Ich komme doch jeden Abend in den Nachrichten: Palästinenser mit der Streit mit Israel, irgendwelche Raketenangriffe, Bombenangriffe. Das sind wir schon gewohnt, oder? Ich könnte mir durchaus vorstellen, das ist kein Dogma, aber dass es in Europa ganz entspannt für uns weitergeht. Bis zum Schluss. Und die Christen schlafen. Und alle sind zufrieden, so wie es läuft. Es geht uns doch gut. Wir können im Reformhaus lecker Körner essen. Da werden wir 150 Jahre alt mit. Wissen Sie, das ist... Entschuldigung, ich spotte jetzt ein bisschen. Ja? Aber das ist oft das Problem der Christen heute. Es kann durchaus sein, dass in Europa, Westeuropa, Amerika, ja, dass das alles relativ lecker ist, bis zum Schluss. Und wir verfaulen bei lebendigem Leib. Und unser Glaube, wissen Sie, der ist so klein. Und unser Bankkonto ist vielleicht groß, ich weiß es nicht. Aber die Nebensachen sind für uns groß geworden und die wichtigen Sachen sind für uns so klein. Wir müssen mit ganz anderen Augen lernen zu sehen. Aber das ist das, was Jesus für die Endzeit sagt. Und auf der einen Seite unbeschwertes Leben, ja, bis zum Schluss. Und auf der anderen Seite Krieg und Kriegsgeschrei. Das ist so eine Vermutung, wo ich sage, ob das wohl so sein könnte, dass Gott irgendwann auch zu den Westeuropäern sagt, macht hier ruhig weiter. Feiert die Tage, füget Jahr zu Jahr. Geht euren Weg. Das ist das Schlimmste, was Gott tun kann. Wenn Gott straft, dann sind wir ihm noch was wert. Aber wenn Gott zu den Menschen sagt, go on, lass laufen, Junge, weißt? Das ist Hingabe.
dahingegeben. Und da sorge ich mich manchmal so bei uns Christen, wir können das ja auch nicht erzeugen aus uns selber raus. Ja? Das soll keine überzogene Kritik sein. Sie verstehen, wie ich das meine. Aber ein bisschen ansprechen muss man, das denke ich schon mal. Ja? Also Sie sehen beides nebeneinander. Notvolle Zeiten und entspannte Zeiten. Damit sind wir am Ende. Das war jetzt sehr viel und das war sehr, sehr schwer zu verstehen. Jetzt müsste man das eigentlich ein bisschen sacken lassen, so über die Woche. Und dann müsste man am Sonntagnachmittag beim Tässchen Kaffee sich um den Tisch setzen und dann nochmal in Ruhe nochmal so durchdeckeln und ein bisschen Fragen stellen, ein bisschen in Bezug setzen nochmal. Wenn Sie wollen, ich kann Ihnen das auch schicken, da die PowerPoint-Sachen, wenn das nützlich ist für Sie oder wenn Sie das nochmal nachlesen wollen. Mir war wichtig dabei, dass wir bei dem ganzen Thema keine Angst haben müssen vor schrecklichen apokalyptischen Reitern, was auch immer die tun sollen. Und ich muss auch zugeben, ganz ehrlich zugeben, als ich das gelesen habe und so mir Gedanken gemacht habe, ob das in Europa vielleicht, dass ich mein iPhone bis zum Schluss behalten darf, da war ich schon froh. Ich habe mich ertappt dabei. Ich habe gedacht, das kann's nicht sein. Das kann kein Christenleben sein. Wissen Sie? Und da habe ich mich so ein bisschen an die eigene Nase gefasst. Was ich Ihnen aber sagen will, ist, haben Sie keine Angst, vom Glauben Zeugnis abzugeben. Sie haben Recht. Das ist uns Deutschen ja auch wichtig, ja? Das ist nur eine Nebensache. Christus ist auferstanden, lebt und kommt wieder. Wir wollen uns nicht schämen und wir sollen uns nicht fürchten. Und auch nicht von irgendwelchen Endzeitpastoren, Predigern, Spezialisten ins Boxhorn jagen lassen wegen dieser Dinge. Merken Sie, das ist ein großer Blick, den Gott uns gibt, eine große Struktur, wo wir sagen, eigentlich reiten diese Reiter schon. Und wenn Sie die Nachrichten abends gucken, sehen Sie sie reiten. Not, Tod, Hunger, Hölle. Machen Sie mal einen Tatort an Sonntagabends. Wir sind alle schon so abgehärtet gegen 30 Morde am Tag, sieht ein Kind heute in Europa. Am Tag im Fernsehen. 30 Morde. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, aber seid getrost. Das ist so die Nettobotschaft. Wenn Sie das nicht so ganz mitgekriegt haben mit den Siegeln, das ist ja auch schwer zu verstehen, dann nehmen Sie das mit. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist der Glaube, den wir haben. Und das wollte ich Ihnen eigentlich nur grob zeigen an den Siegeln. Wenn wir mal Gelegenheit hätten, die Posaunen anzuschauen und dann wieder zu den Siegeln zurückkommt, dann kann man das ein bisschen besser strukturieren, dann hat man mehr so ein bisschen Schema auch im Kopf. Aber der weiße Reiter ist nach meiner Sichtweise, andere sehen das anders, ja, sei auch ihnen unbenommen, ist nicht der Antichrist, glaube ich nicht. Ist Christus. Anfang und Ende. Damit wären wir am Schluss. Jetzt sind Sie erschlagen, gell? Gibt es noch Fragen, oder? War was unklar? Ich habe Sie jetzt ziemlich gefordert heute. Jetzt haben Sie morgen geistlichen Muskelkater, kann ich Ihnen sagen. Ja? Aber ich finde es trotzdem, ab und zu ist gut, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Die Bibel ist ein tolles Buch, ein Wunderbuch, ein wundersames Buch. Hat viel, viel für uns zu sagen. Gut, dann würde ich sagen, wir schließen ab, beten noch und dann singen wir noch ein Lied. Ja? Schön. Herr Jesus, wir staunen über das, was in deinem Wort steht. Und wir freuen uns gleichzeitig, dass wir Angekommene sind, dass alles gut geworden ist für uns, dass wir geborgen sein dürfen in dir. Auch wenn wir uns oft im Alltag, in unserem Leben auch alleine fühlen, sind wir doch Gezogene, sind Menschen, die von dir angenommen sind, Menschen, denen du ja auch nachgehst. Danke, dass wir diese Gnadenzeit auch so sehen dürfen, so glauben dürfen. Wir sehen, dass du auch Richter der Welt bist, dass du alles offenbar machst und doch auch richtest, wie ein Lamm richtet. Milde, fein, abgewogen, gut. Und wir freuen uns auf den Tag, wo du kommst, wo alles offenbar wird, wo wir dich sehen dürfen, wie du bist. Und dürfen jetzt schon aus deinem Wort auch sehen und wissen, dass alles bereit ist, alles gut geworden ist in dir. Danke für Golgatha. Danke, dass du dein Leben dort gegeben hast, dein Blut vergossen hast. Danke für die Art, wie du auch den Vater groß gemacht hast während deines Lebens hier auf Erden. Danke für die Auferstehung. Danke, dass du kommst. Geh du auch mit uns in die Woche. Du weißt, wo jeder von uns herkommt, was er vielleicht auch mitbringt, was ihn bewegt, was ihm Sorgen macht. Nimm du die Dinge an dich und führ du sie auch gut aus.
Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke auch für die Zeit heute Abend, für dein Wort. Möchtest du es bewegen in unseren Herzen? Amen. Amen. Dann singen wir noch ein Lied.